Herzlich willkommen aus unserem Illenberger Showroom mit einer ganz besonderen Folge von Illenberger Carbon Spezial, unseren sogenannten Shortcuts. Nicht in gewohnter Manier präsentieren wir euch heute ein komplettes Motorrad in der neuen Verkleidung, sondern einfach spezifische einzelne Bauteile, die gerade ganz aktuell auf dem Markt sind und ja, sehenswert, hörenswert und einfach sehr viele Infos beinhalten, wie dieser Kotflügel hier, Modell 2022 auf Modell 2023, wo sehr viel passiert ist. Aber was da genau passiert ist, das war es, mein geschätzter Kollege Julius neben mir, der euch viele Informationen mitgebracht hat. Servus auch erstmal von mir. Ja, also der Daniel hat schon angekündigt, hier ist sehr viel passiert von letztem Jahr auf diesem Jahr. Und ich denke, das Markanteste sind hier wirklich die Lufteinlässe an der Seite, die aber eben nicht nur Einlässe sind, sondern natürlich auch auf der Rückseite wieder Auslässe, sodass hier wirklich ein Kanal gebildet wird, der direkt die frische Luft von vorne, den Fahrtwind, auf die Bremssattel bringt. Also Sicherheitsaspekt, Bremsen werden gekühlt. Wir wissen ja aus Erfahrung, Bremsen müssen nicht nur gekühlt werden auf der Rennstrecke, sondern auch auf der Straße. Und hierbei hat man sich gedacht, man implementiert die gleichermaßen in den Kotflügel, den es ja vorher nur so als simple Version vorher gab. Ja, ganz genau. Und nicht nur das, sondern auch ein weiterer Aspekt für die Sicherheit ist natürlich hier vorne, man sieht schön, der Kotflügel ist relativ breit geworden, er umschließt die Gartel seitlich. Am besten sieht man das eigentlich direkt am Motorrad selbst, wie quasi hier wirklich die Halbrundung seitlich vorbeigeht, sodass unten die Tauchrohre einfach, die wirklich empfindlich sind, auch in der Oberfläche, von allem, was hier von vorne kommen kann, sei es jetzt irgendeine blöde Fliege oder auch einfach wirklich Kies vom Vordermann, entsprechend nicht an die Gabel rankommt. Also auch nicht nur Bremsen werden gekühlt, Gabel wird geschützt, damit auch Langlebigkeit der Simmerringe, die ab und zu mal gewechselt werden müssen, wenn da Steinschläge drin passieren und natürlich auch poliert werden müssen. Also hatten wir ja einen absoluten Multifunktionsplayer in einem Kotflügel ja erarbeitet, entwickelt und sowohl halt einfach für die M als auch natürlich auch die S1000R sowie die anderen Vierzylinder, zum Beispiel die R oder die M1000RR. Also wirklich breite Range, diesen Kotflügel anzubauen, und man sieht es auch, wirklich ein absolut gelungenes Teil. Wir hoffen, das hat euch gefallen von dieser ersten Folge unserer Shortcuts und hoffen, ihr schaltet euch jetzt zum nächsten Mal wieder ein. Die lässt nicht lange auf sich warten. Wir grüßen euch und sagen au revoir und bye bye. Servus auch von mir.